Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Advanced Adventure. Hab mein Team geheilt. Und werde jetzt gegen das nächste Top 4 mit Colette kämpfen. Wahrscheinlich die Drache. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Gengar mit den. Ich mach's einfach, ganz ehrlich. So, mal kurz gucken. Zack. So. Und jetzt geht's los. Nirk, es war Glück, dass du es hier bis hier so weit geschafft hast. Aber dein Glück läuft nun aus. Letztes Mal, als ich gegen dich gekämpft habe, hatte ich nur meine schlechtesten Pokémon mit. Bereite dein Gesicht vor, den, keine Ahnung, wie man es übersetzen soll, den stärksten Pokémon, Drachen-Pokémon-Trainer dieser Region zu. Besiegen? Vielleicht? Latios. Ist das überhaupt Typ Drache? Nein, das ist Typ Psycho. Wahrscheinlich würde er jetzt nochmal mit Psychic kommen. Wenn ich jetzt aber auf Claydol gehe. Nee. Hab übrigens mal hier das Ganze sortiert. Was? Was war das gerade? Oh, jetzt bin ich direkt tot. Das macht ja fast gar keinen Schaden. Latias. Vielleicht bin ich ja schneller. So. Ich wusste nicht, dass es eine Drachenattacke hat. Nein. Ich werde auf jeden Fall mein Team heilen in der Zwischenzeit. Rayquaza, was? Dracheflug, oder? Hat's überhaupt eine Schwäche? Außer vierfach Schwäche? Flug. Es hat natürlich Extreme Speed. Dracheflug bedeutet. Es war schneller, hätte ich mir denken können. Vielleicht funktioniert ja Statik. Nee, keine Ahnung, was das jetzt bringen soll, hier irgendwas zu beleben. Ah, es war klar, ich wusste es. Mist. Scheitere ich jetzt wirklich an Rayquaza? Mir fällt halt kein Pokémon ein, das eine Attacke überleben könnte. Tropius vielleicht? Ha ha ha.
Was zur Hölle? So. Ah ja, das wird erstmal nichts außer Leberkampf. Aber das zeigt wieder mal, dass man was riskieren muss. Ich mache mir hier mal ein Safe State. So. Nicht damit ich in dem Kampf beenden kann, sondern falls was passiert, was vielleicht passieren könnte. Ich traue dem Spiel zu, aber ich will jetzt hier auch nicht sagen, was. Machen wir noch einen. Ja, komm. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das Gengar. Schön. 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 Du magst mich besiegt haben, aber Clean ist auf einem ganz anderen Level. Viel Glück, Nick, du wirst es brauchen. Die Elite zu besiegen war sehr schwer, also war sehr hart, aber jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren. Hier komme ich, Clean. Okay, man kann sich... Ich hatte nämlich schon die Vermutung, dass man sich hier nicht heilen kann, aber es geht doch. Hier Raichu. Kledor. So. Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Warum kann man die zweimal besiegen? Zum Glück habe ich den Selbstdate gemacht. Hä? Geil. Also das kapiere ich jetzt ernsthaft nicht. Ist wahrscheinlich ein Bug. Deswegen bin ich jetzt einfach mal so frisch. Also dann los. 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 Gut, gut. Pesky, weiß ich nicht, was das heißt. Willkommen in meinem Palast. Ich hoffe, du genießt es, weil es das Ende deines dummen kleinen Abenteuers sein wird. Bereite dich für deine Misere oder so vor. Keine Ahnung, was Demise heißt. Er fängt mit Violet an. Ich sag mal so, Gengar war jetzt die falsche Wahl. Wow. Ach. Rauswechseln ist wahrscheinlich besser. Ach nee, das ist ja kein Boden-Pokémon. Ich glaube, ich habe gar keinen Boden. Crunch.
Mist, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Okay, das ist meine Chance. 1, 2. Rihorn. Okay, das weiß. Kamarupt hat er natürlich auch wieder dabei. Jetzt kommt Violet wieder. Da hole ich wieder mein Pikachu. Er macht wieder. Komm, das ist unnötig. Shift Tree. Da hole ich mein Akani wieder. Das macht diesmal Eruption. Und Noctu. Raichu. Okay. Ist jetzt doch ein Pokémon gestorben. Was? Das ist unmöglich. Was? Wie kann das sein? Was passiert mit mir? Wo bin ich? Was ist dieses Ding? Ah! Was zur Hölle geht hier vor? Ich kann es erklären. Du schon wieder? Nick, dein Freund Clean hier. Er war kontrolliert bei diesem Pokémon, das vor dir steht. Sein Name ist Mewtwo. Und es ist der Ursprung alles Bösen. Nick, ich beobachte dich und glaube, dass du das Kind aus der Prophezeiung bist. Ich warte schon seit Jahrhunderten für jemanden, auf jemanden wie dich, dass jemand wie du ankommt. Ich allein habe nicht die Kraft, ihn zu besiegen, aber mit deiner kombiniert. Ich weiß, wir können es schaffen. Ich werde mich jetzt in dich surrendern. Ich bin Mio. Der Schützer von der Erde und Ei. Und ich gebe dir meine Kraft, Nilk. Ich habe Vertrauen in dich und die Welt, wie wir sie kennen, hängt auf deinen Schultern. Mach es, Nilk. Wirf ein Pokémon aus deinem Team und lass mich dir beitreten. Oh, ich werde geheilt, gut. Ich bekomme ein Mio. Okay. 60. Gucken die, was für Attacken. Was ist das denn? Ich denke, Pikachu vielleicht. Pikachu ist das einzige, was ich wirklich nicht. Also, ich kann es schon gebrauchen, aber das ist das einzige, was ich jetzt entbehren kann. Let's do this! Das, also die Story nimmt schon eine ziemliche Wendung. Welches Level? Bin jetzt nicht Level 100 oder so. 70, okay. Ob man es fangen kann? Ich teste es kurz. Ja, es geht nicht, okay. Nein, bitte, Tropius. Bitte. Schon wieder? Ja! Danke, Mann. Ja, egal. Egal, ganz wirklich egal. Gegen Typ Psycho, habe ich da was? Ich kann ja Akani rausschicken.
Oh mein Gott, wie spannend ist das? Extreme Speed. Puh. Level 60, nice. Ich sag schon wieder, meine Pläne sind ruiniert. Es ist weg. Ich habe es geschafft. Ich habe Mewtwo besiegt und Frieden in diese Welt zurückgebracht. Was machst du hier? Großvater. Ich habe gehört, was hier vor sich geht und kam sofort hier rüber. Nick, ich habe tausende von Danksagungen für dich bekommen, von jedem Dorf in dieser Region. Du bist ein wahrer Held. Jeder erwartet, dass du der neue Leader der Pokémon-Hauptquartiere wirst. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich bin noch nicht fertig mit dem Erkunden. Ich möchte nicht, dass mein Adventure hier endet. Ich möchte weiter vorwärts gehen und weiter wachsen. Das ist, warum ich möchte, dass Clean diesen Platz behält. Also an meiner Stelle bekommt und ein echter Ruler ist. Nilk, du bist wirklich unglaublich. Ich werde dich nicht untergehen lassen. Haha, ich bin ziemlich stolz auf euch beide. Lass uns nach Hause gehen und feiern. Was für ein Ende. Gengar. Salamence. Claydol. Tropius. Mir fällt gerade auf. Ich habe 5 von den Pokémon im Team. Von den Tyrann-Pokémon. Nice. Vielen Dank. Der Abspann. Pokémon Blatt Grün Edition. Achso, ja, okay. Also, das Projekt ist, ich denke mal, noch nicht ganz vorbei, weil es noch was zu machen gibt. Zum Beispiel die Höhle. Die Höhle da erkunden und dann noch. Man musste ja für einige Sachen der Ruler des Hauptquartiers sein. Da werde ich auf jeden Fall auch noch vorbeischauen. Also ich denke, dass es noch weitergeht. So, mehr habe ich jetzt hier eigentlich nicht. Kann ich das schnell überspringen? Okay, eigentlich kann ich die Folge auch hier beenden. Es ist ja theoretisch der gleiche Abspann. Also das war's.